Hallo zusammen und ich begrüße euch zurück zur achten Episode im MyGM-Modus. Und in der letzten Folge, ja, sind wir halt mitten in der Saison stehen geblieben, haben 30 Spiele in dieser Saison halt schon absolviert. Und in dieser Ausgabe geht es bis zum All-Star-Weekend. Also da werden wir auch mitten in der Saison stoppen. Hier sehen wir nochmal die Conferences, die Eastern Conference, weil wir ja halt da beheimatet sind. Vierter Platz, also auf Playoff-Kurs. Die Pacers sind ganz vorne und im Westen sind es die Rockets und die Thunders, die da die ersten zwei Plätze belegen. In der Rotation, ja, hat sich nicht viel geändert. Man sieht, dass ja momentan halt Butler verletzt ist, deswegen Barton auf dem Starter-Point. Also die Rotation, finde ich, nimmt nach und nach ja meine Vorstellung an. Die Tiefe der Bank spielt natürlich eine große Rolle und die steigen halt. Das Potenzial wird immer mehr ausgeschöpft. Für eine Playoff-Mannschaft ist eine Bank, die natürlich mit Qualität aufweisen kann, ziemlich essentiell, um halt weit in die Playoffs vorzudringen. Das Final sollte schon drin sein, also das Conference's Final. Und ja, ohne eine Bank, die nicht tief besetzt ist, wird das gar nicht zu machen sein. Deswegen bin ich ziemlich froh, dass wir momentan alle so gut drauf sind. Und jetzt schwenken wir mal rüber auf DJ Augustin, der Free Agent. In Wahrheit ist er ja bei den Bulls, also in der echten NBA, weil Rose verletzt ist. Und hier habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe gerade Mayner entlassen, wie ihr vielleicht eventuell erhaschen konntet, weil ich mir sicher war, dass ich Augustin für wenig Geld verpflichten hätte können. Das war nicht der Fall. Also stehe ich jetzt erstmal ohne Backup PG da, auch wenn Mayner nicht der überragendste war. Also da werden andere ja hinter Wall Platz nehmen müssen. Wahrscheinlich muss ich dann Barton dahin entführen als ja, Shooting Guard eigentlich. Mal schauen, wie es so läuft. Eventuell noch, wenn es in der Trade Deadline oder Vertragsdeadline ist. Eventuell auch erst in der Postseason muss ich mir da einen neuen PG verpflichten. Aber das ist erstmal nebensächlich, solange es ja einigermaßen läuft. Und dann geht es in der Diskussion mit Alex Hartman, der möchte, dass ich die Eintrittspreise für meine Arena erhöhe und auch die Imbisspreise, da die Zuschauerzahlen ziemlich gestiegen sind. Das Faninteresse bei 64%. Wenn ich in die Playoffs komme, dann steigt das Ganze nochmal viel heftiger. Und das Positive oder das Erfreuliche ist, dass er momentan sehr zufrieden ist und mir halt auch mehr Geld spendiert für Spieler. Das heißt, mein Cap wird erhöht. Da kann ich natürlich nicht Nein sagen. Möchte ich auch gar nicht. Ziel erfüllt, höheres Spielergehaltbudget akzeptiert. Also ich weiß nicht, warum man da Nein sagen sollte. Kein großes Ziel da ist halt zu verfehlen. Es ist fast unmöglich. Also der GM ziemlich zufrieden momentan. Gegen die Bulls gibt es erstmal eine Niederlage. Und dann ist Jimmy Butler endlich wieder da. Und Webster hatte das ganze Zeit ja vertreten. Immer abgewechselt Webster und Barton. Und hier sehe ich, vor allem seht ihr, ich sehe das natürlich auch, wie ich die Imbissstände, also die Hotdogs etc. erhöhe und natürlich auch die Eintrittspreise für die Arena. Das schlägt sich eigentlich ganz gut in der Bilanz wieder. Das Parken habe ich jetzt nicht so übertrieben teuer gemacht. Ich meine, 27 Dollar für einen Parkplatz. Also das bezahlen auch nur die Amis. Also wenn das hier in Deutschland wäre, ich glaube, die Leute würden vehement den Stinkefinger zeigen. Auch die Eintrittspreise, ich glaube, über 50 US-Dollar. Also was heißt glaube, ihr habt es ja gerade gesehen. Ich weiß nicht, wie das in anderen Arenen ist. Nicht wirklich billig, wenn man überlegt beim Fußball, wenn man so für einen Stehplatz bezahlt man knapp über 10 €, sei es 12, 13 €. Also da sind die Preise hier ziemlich human im Gegensatz zu den Ami-Sportarten. Ich will nicht wissen, wie das in der NFL und beim Baseball aussieht. Aber das ist ja nur nebensächlich. Hier seht ihr, wie ich den hochmodernen Kraftraum, also die dritte Stufe, hole. Damit ist dieser Aspekt der Einrichtung ja am Limit, also völlig geupgradet, mehr geht nicht. Und das habe ich auch gemacht, um den Headcoach, ich sage immer Headcoach, mein Gott, den Headcoach ja endlich mal ein bisschen zufriedener zu stellen. Er ist immer noch, ja, frustriert ist er nicht mehr, aber gar nicht zufrieden. Wenigstens in eine neutrale Stimmung, den David Jörger zu bringen. Das ist momentan oberste Priorität im Trainerstab. Der Rest ist eigentlich re relativ zufrieden. Und ja, die Presse, egal was ich sage, die geht immer minus 2 oder minus 3 runter. Und ja, allmählich bewegen wir uns Richtung Trade Deadline. Also jetzt werden ziemlich viele Trade-Vorschläge reinhageln, aber diese als mehr als lächerlich. Bradley Beal und gegen Jimmy Butler und Will Barton. Und das Beal hatte ich ja gegen Butler getradet. Liegt also nicht wirklich in meinem Interesse, da zurückzutraden, besonders da Butler eine bessere Entwicklung genommen hat als Bradley Beal.
dann rufen die Pacers an. Lance Stephenson, den feiere ich momentan in der echten NBA. Also der hat sich ziemlich stabilisiert, auch wenn ich ihn als Mensch ziemlich unsympathisch finde. Der sieht immer so aus wie so ein Chris Bosh Verschnitt, also wie so ein Dino. Und auch ziemlich unsympathisches Gesicht, immer dieses Arrogante, das ist in der NBA ja ziemlich gegeben, wenn er da die Dunks auspackt. Aber trotzdem ziemlich guter Spieler, wie ich finde, aber gegen Butler möchte ich ihn nicht tauschen. Und dann ist LaMarcus Aldridge wieder fit, also die Starting Five kann ja fast auf die besten Kräfte wieder zurückgreifen. Ziemlich wichtig, dass sie ja in der Saison die Siege oder die notwendigen Siege holen für die Playoff-Teilnahmen. Ich möchte nämlich ziemlich hoch angesiedelt sein, das habe ich glaube ich schon mal erwähnt. Nicht wieder in der ersten Runde gegen so einen Brecher. Wobei die Heat in dieser Saison nicht wirklich stark sein werden, denn LeBron ist weg. Und ja, so sieht's aus nach ein paar weiteren Spielen in der Conference. Wir haben den ersten Rang erobert, 28-18, also auf einem richtig, richtig guten Weg. Hinter uns die Cavs, ziemlich überraschend. Die Pacers sind zwei Plätze nach unten gerutscht. Und Rockets und Thunders im Westen haben sich oben ziemlich etabliert. Also die werden da wahrscheinlich auch nicht wegzuholen sein. Power-Rangliste führen die beiden auch an. Ich bin auf 5. Also mehr als zufriedenstellend momentan. Es muss jetzt halt nur konstant so weitergehen und uns hier nicht irgendwie einen Einbruch erlauben. Die letzten 10 Matches 8-2. Die Teamchemie bei 100%. Also auf einen richtig, richtig guten Weg. Und das Faninteresse 83%. Also momentan läuft alles wie gehabt. Die Entwicklung der Spieler sieht auch ganz gut aus. Und jetzt simuliere ich halt bis vors All-Star-Weekend. Und jetzt rufen doch mal die Milwaukee Bucks an. Und die wollen Brandon Marsh gegen den First-Round-Pick. Und Brandon Marsh, den wollen irgendwie ziemlich viele. Der Junge hat 64, ist 20 Jahre alt, hat wohl doch mehr Potenzial als anfangs angenommen. Für einen tiefen Pick muss man nicht sagen, für einen mittelmäßigen Pick. Eigentlich ziemlich zufriedenstellend dieser Mann. Mal schauen, wo ihn noch sein Weg hinbringen wird. Und der nächste Trade-Vorschlag, LaMarcus Aldridge gegen Isaiah Thomas und Terrence Williams. Naja, das ist mehr als lächerlich. Ich meine, Thomas ist viel zu klein für meine Verhältnisse, also für meine Ansprüche. Deswegen war er auch wahrscheinlich der letzte Pick in den Draft-Jahrgang. Ich weiß gar nicht, welcher Jahrgang das war. Aber Thomas, obwohl er natürlich ein überragender Ballverteiler und Dreierschütze ist, trotzdem ein On-Ball-Defense beim Rebounden. Einfach schlicht und weg zu klein, um wirklich ein NBA-Star zu werden. Also die Anlagen hat er vom Ballhandling etc. Aber wie gesagt, einfach den Maßstäben der NBA nicht gewachsen. Ihr habt gerade weitere Trade-Vorschläge gesehen. Dann ist Seraphin wieder da. Und ja, Seraphin, das ist so ein Thema. Die Center-Position, die einzige momentan, die nicht optimal besetzt ist. Der Marsh ist noch nicht weit genug in der Entwicklung. Man weiß auch gar nicht, wohin die Entwicklung ihn treiben wird, um halt den Spot einzunehmen. Hier der nächste Vorschlag, wieder geht es um Marsh. Und Iman Shumpert, den Typ mag ich eigentlich. Auch letztens gegen die Thunders ein recht ordentliches Spiel gemacht, von außen hat er gut getroffen, trotzdem Kevin Durant hat da die Knicks auseinandergenommen, trotzdem sehe ich das hier nicht ein. Hab noch versucht irgendwas mit den Picks zu machen, die Knicks sind wohl wieder Playoff-Aspirant, deswegen nicht wirklich da intelligent den Pick zu fordern. Somit verfliegt auch dieser Trade-Vorschlag und wir befinden uns jetzt vor dem All-Star-Weekend und damit auch am Ende dieser Episode. Ich habe es ja vorher angekündigt. Bis zum All-Star-Weekend das Ganze hier. Und die nächste Folge geht dann halt bis vor die Playoffs. Das Ende der regulären Saison wird da abgerundet, also bleibt gespannt. Ich danke euch fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr schaltet im nächsten Part wieder ein und ich sage ciao.